Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ich bin nicht im Stimmbruch, nein, ich bin das zweite Mal jetzt binnen 2 Wochen erkältet. Mega. Aber mir geht's nicht irgendwie groß schlecht, sondern ist einfach nur alles zu. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben beim Folgenden. Wir haben uns fett aufgerüstet. 147 Stärke? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich andere Sachen tragen, und zwar... Sekunde. Erzhaut. So. Genau, 115 Verteidigung. Ich habe noch 10 Lernpunkte. Wir packen Video dann geschickt. Boah, habe ich das ja nicht gemacht. Holen wir uns nochmal 10 Geschick ab. Nix bei Lee. Nee, wobei Laris kann mir das auch beibringen. Gehen wir zu Laris. So, mittlerweile ist er ziemlicher Brecher, der Typ hier. Hätte Trollfaust auf dem Rücken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist die Kriegsarmbrust. Korra-Plattenrüstung. Und wir müssen zur Orkstadt. Wir haben das Olomolo im Sack. Und... Moment mal kurz. Ich will ihm ja nicht seine Sachen klauen. So. Ich will mich verbessern. Genau. Einmal bitte. Das da. Dankeschön. So, und jetzt müssen wir nicht mehr zu Xardas, der sagte, wir haben alles, wir können jetzt eigentlich los. Wir müssen jetzt eigentlich direkt zur Orkstadt, ne? Wollen wir kurz auf die Karte gucken. So, wir können mal den Bergpfad über das Sumpflager. Das ist von allen Seiten gleich lang. Der kürzeste Weg wäre tatsächlich vom alten Lager. Da haben wir aber keine Teleportrune hin und das ist ja auch abgeschlossen. Die haben die Schotten dicht gemacht, denn die hatten ja die freie Mine überfallen. Wir haben sie jetzt weggeprügelt. Die knabbern jetzt wahrscheinlich auf den letzten Brotresten. So. Ich nehme noch mal eben kurz einen Hustenbonbon. In Outlast habe ich vorhin 15 Mal gefühlt in die Aufnahme reingehustet. Das war nicht so geil. So. Denn die... Hoppala. Kräuterbonbons hier. Die stoppen das so ein bisschen. So. Na, wer kennt denn noch hier? Lefty. Du alter Kupferstecher, du. Immer wieder dieselbe Leier. Genau, immer wieder dieselbe Leier. So, wir laufen jetzt einen ziemlich langen, langweiligen Weg. Da würde ich sagen, machen wir South Park für an. Und, rennen mal eben hoch. Muss nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Aber dafür halte ich den Finger auf der Speichern-Taste. Ja. Entschuldigung. Mein Gott. Ja, wir sind jetzt auch bei Gothic ziemlich weit am Ende. Im Sinne von, wir sind jetzt im Kapitel 5, wenn ich mich nicht vertue. Und, Moment. Vorhin ein bisschen verschluckt. und jetzt so die Frage, was kommt denn danach? Also danach ist gut, wir haben ja eine Menge am Laufen. Ich denke schon, dass... Ui, ist das laut. Ich denke schon, dass wir einen zweiten Teil spielen werden. Also, krass. Nicht One-Hit. Vorkunde sind schon krank. Komm schon. Ah, jetzt könnte ich eigentlich auch den Taufpack wieder ausmachen. Wenn wir jetzt hier am Kämpfen sind. Das sieht ja nur Panne aus. Ja, wie gesagt, ich denke schon, dass wir auch einen zweiten Teil spielen werden. Und, da ist ja schon Urschak. So, der wird uns anmeckern, wenn wir das nicht machen. So. Machen wir mal so. Urschak, grüßen, Freund. Freund haben Olomolo. Scheint gut. Freund, nicht vergessen, tragen Olomolo in Hand, wenn gehen über Brücke. Mach ich. Wie geht es dir, mein Freund? Urschak scheint gesund. Urschak suchen eigenes Olomolo. Vielleicht Urschak gehen Heimat mit eigenes Olomolo. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Warte mal. Was machst du hier so nah am Dorf? Urschak beobachten Brüder in Heimat. Urschak glauben, Krushak bald aufwachen. Urschak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Der wacht dann so auf.
Noch 5 Minuten. So. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urshak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber Brüder von Urshak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Mhm. Freund müssen nehmen Figur von große Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Okay. Dann nehmen wir doch die Figur, ne? Oh. Lecker. Pferdeäpfel. Zumindest sah es so aus. So. Moin. Mhm. Uchachaka. Also sie scheint sich zu stören. Das ist gut. Clankrieger läuft zu mir. Okay. Guckt ein bisschen. Wir feiern Rave. Yo, die dancen hier richtig ab. Die feiern krasser als die Menschen. Okay, die beiden Clankrieger kommen mal so mit. Interessant. So, wir müssen mal das Tor aufmachen, bitte. Dankeschön. Oh, jetzt regnet es. Das ist aber nicht schön. Jetzt sind wir gerade in der Orkstadt und dann fängt es an zu pissen. Die sind auch am Feiern. Ja, die feiern die Auferstehung ihres Gottes, oder? Aber nee, die haben Angst vor dem. Vielleicht ist es auch so eine Art letzte Feier oder was auch immer. Könnt ihr mal aufhören, mir hinterher zu laufen, bitte? Also einen hat es schon abgehangen, das ist gut. Ich fühle mich verfolgt. Ja, aber so schnell kann es gehen. Gerade noch 2 Follower, jetzt nur ein Mensch. Da hat einer glatt deabonnieren gedrückt. Mensch. So eine Scheiße. Tempelkrieger. Mhm. Ist hier der Tempel? Oh, Licht an hier. Kann man das auch anmachen? Nein. Okay. Verwandlung Ork-Dog. Ah ja, und orkischer Teleport. Ah! Den brauchte ich. Den Teleport-Zauber. Ist hier noch was? Ich kann hier noch was einsammeln. Oh, eine ganze Menge Tränke. Oha. Kann sie jetzt mal aufhören, mir hinterher zu laufen? Oh, ist hier die Küche? Sieht so aus, ne? Was haben wir hier in der Kiste? Ja, Drachenwurzeln. Wenn das jetzt der zweite Teil wäre, dann wären die ziemlich gut. So, und das war's. Pipa kann man hier, hm? Okay. So. Könnt ihr mal eurem Kumpel sagen, dass der nervt und stinkt? Meine Güte. Jetzt habe ich schon wieder eine mit einer Backe klebt. Und zack, sind es wieder 2 Follower. So, die Statue kann ich auch nehmen. Aber wie soll ich denn da drankommen? Okay. Vielleicht haben wir hier vorne ja noch was. Gucken wir mal. Das Ding ist, warum die mich so ein bisschen stören ist, die haben ja gesagt, dass die sich aufregen, wenn ich jetzt einen Teleport-Zauber benutze. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass mir hier so irgendwelche Vögel hinterherlaufen. Oh, Horn. Oha. Hä? Die Briten kommen! Alle an der Mauer! Wo ist das Horn? Die Inselaffen sind da!
Vorsicht! Noch mehr Tränke und ein Kruschbrock da. Hä? Krass! Was hier für Waffen sind! Was ein fetter Hammer, ey! Und hier, wo geht's hier hin? Hm? Geht's hier jetzt in den Tempel? Hören die jetzt mal auf, mir ständig ins Bild zu laufen? Das ist mega nervig. Da ist ein Schalter. Funktioniert nicht. Doch, hier ist aber auch ein Schalter. Und der funktioniert nicht. Okay. Rachestall. Oha. Oha. Der sieht aber zerbrechlich aus. Oh. Der macht nur 8 weniger Schaden als die Trollfaust. Ich hätte ihn jetzt fast angelegt, aber dann wären die beiden Hornochsen hier locker auf mich sauer gewesen. Oder? Lass uns mal ausprobieren. Oh ja. Wenigstens gehen sie mir nicht mehr auf den Nuss. So. Wo ist das Ulumudu? Da. Dankeschön. Ich dachte, ich hätte mehr Leben. Ich habe nur 300? 372? Ich dachte, ich hätte irgendwas mit 400. Hm. So schnell kann es gehen. Okay. Hier ist die Pissgrube. Lecker, jetzt sind die Stiefel dreckig. Hm. Ja. So, dann benutzen wir doch mal diesen komischen Zauber. Wo ist er denn? Ach, hier. Hä? Ah, da. So, speichern. Fackel aus. Ach, hier. Ja, dann. Ab dafür. Oha. Schläfer, wir sind auf dem Weg. Nimm dich in Acht. Oder auch nicht. Das ist schon ein krasser Eingang, du. So, und runter da. Ah ja. Neuer Tagebucheintrag. Kommen wir wenig, bla bla bla. Weiteren Weg. So, warte, warte. Ich habe den Urschak vor der Ohrstadt, bla bla bla, den Schamanen Urschak vor der Orkstadt wieder getroffen. Er verriet mir, wie, dass ich nur mit Hilfe eines orkischen Teleports Zauberspruchs in die Vorhalle des unterirdischen Tempels gelangen kann. Die anderen Ortsschamanen bewahren solche Zauber in ihrer Höhle auf. Es gibt noch einen anderen weiteren Weg, in den Tempel zu gelangen. Auf der heiligen Säule der Orkschamanen steht eine Schläferfigur, die das Tor zum Tempel öffnet. Allerdings werden Urschaks Brüder wenig begeistert sein, wenn sie bemerken, dass ich mich ihrer heiligen Ikone bediene. Hm. Bin reingekommen. Passt. Steht genauso da. So, Fackel an. Warte mal, jetzt brauchen wir das Ding ja auch nicht mehr, oder? Wo ist meine Axt? Warte. So. Oha, was ist da hinten? Das leuchtet ja ultra hell. Ist das Redstone? Nee. Das ist Magma. Oder sowas. Da müssen wir rüber, ne? Ja. Ach, guck mal. Speichern, bevor wir runterfallen. Vor allem das hier erinnert mich an eine Stelle in Risen. Mit, wie heißt der Typ nochmal? Dieser hässliche Fettsack aus dem Sumpf. Der Anführer der Krieger. Die Flasche. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Warte mal. Liegt hier noch was? Das sieht ziemlich leer aus, aber ich guck mal da vorne um die Ecke. Ah. Nichts. Hier könnte man auch eine Lounge hinstellen, du. Als Besucher mal warten müssen. Ne? So.
Upala. Ich denke, wir werden einen Nichtzauber benötigen. Kommen ja schon die ersten knochigen Verteidiger. Isst du mal lieber nochmal ein Mettbrötchen. Da kriegst du auch mal was auf den Rippen. Mensch. So ein richtig schönes Mettbrötchen mit Zwiebeln. So. Oder eine Leberwurststulle. Hä? Ach, da war ja noch einer. Mensch, den habe ich gar nicht gesehen. So, also ich werde nur noch die... Na komm, alles, was wir irgendwo rumliegen sehen, nehmen wir auch mit. Und... Ich muss diesen... Oh. Entschuldigung. Der hat sich richtig früh angekündigt. So, jetzt tue ich erstmal einen Lichtzauber aus. Da. Speichern. Wunderbar. 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 So gefällt mir das. Ja. Ich schlürfe auch meinen Tee. Der ist mittlerweile kalt. Das ist scheiße. Was kommt von so einer großen Tasse? So. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Das auch. Rot, gelb, lila. Auch zu. Wird hier angefaucht. Oh, da ist ein Trank. Essenz der Geschicklichkeit. Oh, den nehmen wir aber. Wo ist er denn? Da. Brauchen wir weniger Geschickskillen. Auch wenn wir nicht mehr wirklich irgendwas zu skillen haben. Aber gut. Passt schon. So, dann. Entschuldigung. Wo muss ich denn jetzt weiter? Ich muss mir doch gleich mal die Nase putzen. Ich denke, das mache ich jetzt eben. Moment. So, ich werde hier immer noch angefaucht. Von allen Ecken und Enden. Irgendwo hier muss es doch einen Schalter geben oder sowas. Ich glaube. Für sowas haben wir Telekinese. Fackel? Hä? LOL! Wo kommt die denn weg? Das gibt's ja gar nicht. Schmetterschlag und Trank? Oha! Was haben wir denn hier? Oh! Das kannte ich noch gar nicht. Ja, gut, dann gehen wir mal zum Schalter. Ich habe den vorhin schon gesehen, aber ich wollte zumindest einmal hier abgesucht haben. Hier am linken... an der linken Wand. So, warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Was war das? Rot? Rot, lila, gelb? Rot, gelb, lila? Rot, gelb, lila. Wunderbar. Dann gehen wir mal los. Ey! Ja klar, der hält mich auf. Mhm. Noch einer. Ja. Noch einer. Ja. So. Hm? Ach, guck mal, hier ist Schalter 1. Immer ein bisschen Augen offen halten, ne? Noch ein paar Tränke und ein Lichtzauber. Und schon ist wieder offen hier die Butze. Also, rot, gelb, lila. Da ist lila, da ist gelb. Oh, Moment, wollen wir alles mitnehmen? Dann ist hier rot. Rot. Ja. Gelb. So, es werden euch noch mehr solcher Rätsel erwarten. Es wird spannend.
Also das ist hier auch ein wunderschönes Konstrukt, was die jetzt zusammengebaut haben. Mensch. So, jetzt wissen wir auch gleich, wo das Fauchen herkommt. So, die beiden Türchen gehen auf. Und ich meine das Tor unten auch. Ja. So. Wir nehmen die goldene Mitte. So. Glock. Automatischer Rückstellungsmechanismus. Gab es schon zu damaligen Zeiten. So, ab durch die Mitte. Zur Mitte! Zur Tine! Zum... Zack, zack. Ach, du warst das! Mensch. Was fauchst du mich so an? Habt ihr doch nichts getan. Oh! Die hängen hier nur so ein bisschen rum. Alter, sind das viele. Junge, sind das viele. Das könntest du ja glatt bei Dolina Zombie sehen, hier sowas. Habt ihr was auf dem Boden gesehen? Die Blutschneide. Die ist ja noch schlechter als meine. Die ist ja noch schlechter als meine. Ja, ich hab zweimal das gleiche gesagt und hab's nicht gerafft. So, wir biegen rechts ab. Hi. Oh. Oha. Dich habe ich gesehen. Die haben diese krasse Ork-Waffe. Kruschkarok. Upp. Ja. Nee, Kruschkarok war das nicht. Die ist anders. Die ich draußen auch gesammelt habe. Hey. Sag mal. Euch gibt's auch wie Sand am Meer, ne? Bin eingesperrt. Ich speichere mal lieber. Keine Anleitung? Wo ist die Betriebsanleitung hier? Hallo? Haben Sie die? Was sollen wir denn jetzt machen? Aber wenn man nicht weiß, was man machen soll, dreht man einfach an irgendwelchen Knöpfen. Einmal bitte. Bomb ist rot. Das war der falsche Knopf. Warum kriegt der so viel Erfahrung? Der hat doch fast gar kein Leben. Aber ich sollte mal bitte meine rote Bärensaftleiste wieder voll machen. So. Dann nehmen wir den anderen Knöppel mal. Oh. Wahnsinn, wie bei Zelda. Mensch. Aufsammeln, wegschmeißen. So, Knopf Nummer 2. Schon wieder der falsche Knopf. Yo. Eigentlich müsste man die ganze Zeit nur die falschen Knöpfe drehen, wenn man jetzt leveln wollen würde, ne? Level 26, ja, aber gut, wir haben schon über 20 Level, das reicht. Das ist mehr als genug. So, dann versuchen wir es mit dem dritten Schalter. Das war der richtige. Oh. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Oha. 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 Ich will auch was machen. Hey. Jetzt bin ich dran. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Knappe Geschichte. Das war natürlich auch ein schöner Wortwechsel hier. Ne? Hören wir jetzt noch mal ein bisschen eine Schalt... Sonderbarer Stein. Ah ja. Können wir jetzt noch ein bisschen einen Schalter drehen. Wenn jetzt hier zum Beispiel spawnt dann noch mal so ein...
Ja gut, dann saufen wir uns jetzt mal wieder voll, ne? Die hat unsere rote Bärensaftleiste ganz schön leer geklüppelt. Auch gefährlich, du. Ich glaube, ich muss mal was gegen Magieschutz anlegen. Das Ding ist nur, ich hab nix. Richtig gut, ne? Ich hab nix. Da müssen wir so kommen, klarkommen. Gut. Ah ja, ich wollte die Ork-Waffen vergleichen, ne? Doch, krass. Das hieß echt Kutsch-Karotte. Oha. Ach ja, sorry nochmal, dass ich hier die ganze Zeit am Bonbon-Lutschen bin. Aber ich denke, das Bonbon-Schmatzen ist angenehmer, als wenn ich hier 15 Mal ins Mikrofon huste. In einer Minute. Ne? So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Geht's da vorne weiter? Die Tür ist zu. Okay, dann gehen wir halt hier hoch. Oh oh. Das sind die Hooligans. Die rufen mir jetzt die ganze Zeit. Dynamo! Dynamo! Hey! So. Der war ganz klar hinter meinem Schinken her. In der linken hinteren Gesäßtasche ist nämlich der Schinken, den ich immer verstecke. So, ich brauche mal eben kurz einen Lichtzauber. Dankeschön. Sind das hier? Ich vermute, dass das die beiden Türchen vom Eingang sind. Genau. Sehr gut. Layout verstanden, Layout notiert, Layout bekannt. Weiter geht's. Wir waren jetzt rechts, dann gehen wir nach links. Ist aber auch schön, dass sie immer eine Klingel hier haben, ne? Ding Dong, ihre Pizza ist da. Ist das jetzt wieder so ein hässlicher Asi? Ne, ist nur ein Tempelwächter. Hm? Schmetterschlag und wieder ganz viele Tränke. Ein Auge, was auf ist, ein Auge, was schwarz ist. Nehmen wir das. Die Decke kommt runter. Oha. Seht ihr, Kinder? Das passiert, wenn ihr den falschen Lidschatten wählt. Vorne das Tor sagt, schwarzer Lidschatten. Ich sagte, weißer. Das Tor sagt... Na gut, dann nehmen wir halt das Emo-Ding. Einmal bitte Goff. Na, deswegen auch Gothic. Das ist sehr laut. So. Das ist immer noch am Rattern, du. Meine Herren, da muss man ein bisschen WD-40 an der Wand. Dich sehe ich, du. Okay, dann hol deine Kompagnons. Hol die Champignons. Ey. So haben wir nicht gebettet. 5 Skelette. So, und da ist jetzt gerade? Aha. Aber wir gehen erst weiter, wenn wir das gemacht haben. Ich habe gerade Prince of Persia Vibes. Kennt ihr das, wenn ihr da so einen Gang habt und auf einmal geht der Gang runter? Also, wobei hier ist das noch langsam. Da war das richtig schnell. Genau das hier. Sonderbarer Oh, jetzt kommt hier wieder so ein Assi. Gott. Und lass dir Zeit. Ich habe hier meinen Tee. Warte, warte. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor.
Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Oh, nö. Schon wieder so ein Assi. Und dann haben die auch noch 1000 Leben. Hallo? Kann nichts machen. Hallo? Darf ich jetzt mal... Mann. Och Mann, ey. Das ist aber auch immer dramatisch hier. Und warum hat er mir jetzt dieses komische Dingens da gezeigt? Grunknack. Es ist ein Grunknack. Schabernack. Sind wir hier bei Elder Scrolls? Das ist der von Sheorat. Lass uns ein wenig Schabernack treiben. Ich glaube, ich prügel mit Schabernack jetzt die Viecher hier. Komm, wir nehmen Schabernack in die Hand. Alter, ist das ein Knüppel. Und warum hat das jetzt mir hier eine Spruchrolle? Untote vernichten. Ja, und jetzt? Das war knapp. Was haben wir denn da? Ich sehe da ganz klar einen Trank, ja? Warte. Der Orangene sieht gut aus. So, jetzt zeig ich euch einen Trick. Telekinese weg, Steuerung gedrückt halten. Wusste ich doch, das ist ein Stärketrank. So. Telekinese weg, Steuerung gedrückt halten. Steuerung gedrückt halten, Telekinese... Ach, geht sogar andersrum, krass. Ich dachte, wenn man Steuerung drückt, ist automatisch Telekinese an. Kann ich bitte meine Fackel wieder haben? Dankeschön. So, jetzt gucken wir nochmal kurz, ob die anderen beiden... Ne, es waren nur so Billo-Tränke, okay. Ja. Ich dachte, ich treibe jetzt noch ein bisschen Schabernack mit Schabernack. Ist ein schlechter Wortwitz, ich weiß. Aber ich habe noch nie die Namen richtig beachtet. Würde ich doch mal glatt sagen. Gehen wir nächste Folge... Oh. Gehen wir nächste Folge hier raus. Und gehen dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Tschüss.